So, mein Name ist Martina, ich stelle mich gerne nochmal ausführlich vor mit zweitem Vornamen Sabine, wie meine Mutter. Das war eine Überraschung von meinem Vater für meine Mutter bei meiner Geburt. Was waren wir alle überrascht? Martina, Sabine, da klingst du bei der Geburt schon direkt wie Mitte 50 mit so einer 10er-Karte für Kerstin Ott-Konzerte. Echt so. Oh, Martina, Sabine. Ich finde Martina allein schon langweilig irgendwie. Ihr müsst mal drauf achten, es gibt nur uncoole Läden, wo Martina drin vorkommt. Martinas Bastelparadies, Martinas Nähstübchen oder neulich gesehen Martinas Brutzelbude. Das ist ein Imbiss bei uns um die Ecke, da weißt du auch, dass das Fett in der Fritteuse tendenziell nicht von heute ist. Ja, und zu einem Überfluss komme ich noch aus Elmshorn in Schleswig-Holstein. Das ist da, wo der langzeitarbeitslose Arno Dübel nicht arbeiten möchte, weil es zu weit draußen ist. Ja, und in meiner Freizeit trinke ich gerne Tee mit Lebenssprüchen drauf. Sowas wie sei du selbst, denn alle anderen gibt es schon. Da fühle ich mich abgeholt. Ja, und weil ich so eine crazy Maus bin, hat Nightwish gesagt, geil, die stellen wir heute Abend auf die Bühne, die reißt garantiert die Hütte ab. Also. Ja. Wenn wir jetzt schon so ein Frauenspezial haben, würde ich gerne mal wissen, wer im Publikum denn schon die gesellschaftlich wichtigen Lebensphasen abgedeckt hat? Also wer ist verheiratet? Wer hat schon... Wahnsinn, es burnt ja richtig hier. Wer hat schon ein Haus irgendwie gebaut, gekauft? Ah, ihr habt alles, ne? Und lass mich raten, ihr habt auch schon Kinder. Na klar, Glückwunsch! Ich bin aktuell in Level 2, also ich habe schon geheiratet und habe auch eine eigene Bude. Aber irgendwie klappt das nicht mit dem Aufstieg in Level 3. Also bei meiner Tina, da hakt das irgendwie. Sagen die anderen Leute. Ich persönlich fühle mich sehr wohl in Level 2. Aber das hast du als Frau ja nicht zu entscheiden. Das machen die anderen. Meine Schwiegereltern zum Beispiel. Die warten die ganze Zeit darauf, dass wir verkünden, yes, wir sind in Level 3. Alles ist ein Indiz. Wir waren neulich da zum Geburtstag, hatten einen Umschlag mit. Meine Schwiegermutter völlig aufgeregt, weil wir wissen alle, in Umschlägen sind tendenziell immer Ultraschallbilder drin. Die hat den Umschlag noch nicht mal geöffnet, ne? Hatte ich schon Tränen in den Augen, die Lippen so. Oh mein Gott, ihr Lieben, ist es endlich soweit? Ja, es ist endlich soweit, du gehst zu Giovanni Zarella. Zwei Tickets für dich ganz allein. In der Gegenwart kann ich nicht mal kurz die Puppe meiner Nichte halten. Das ist wie so ein Magnet. Meine Schwiegermutter hört auf zu reden, guckt mich an und sagt, oh, das steht dir so gut. Was habe ich gemacht? Die Puppe aus 1 Meter Höhe fallen lassen. Habe gesagt, oh, ich glaube, ich bin doch noch nicht bereit für Kinder. Meine Nachbarin ist noch geiler. Wir sind gerade von Hamburg zurück, wie gesagt, nach Elmshorn gezogen. Und erste Frage war auch direkt, und, haben Sie schon Kinder? Ich sage, nee, nicht mal eins. Liebe ich diese Frage, nicht mal eins, als hätte ich es vergessen und es würde mir spontan bei der Nachfrage wieder einfallen. Ach so, ja, sorry, eins habe ich schon. mein Fehler, aber eins ist ja wie keins. Ich werde auch nicht vergessen, wie wir das erste Mal mit der gesamten Familie durch unser Haus, durch das renovierte Haus gegangen sind. Dann kommst du ja irgendwann in diesen Raum rein, in dem offensichtlich noch nichts drin ist. So. Und dann gibt es immer irgendeinen lustigen Onkel, der sagt, und das ist jetzt das Kinderzimmer, ne? Oder soll ich lieber sagen, Büro? Nee, ist unser Sexraum. Da werden wir in Zukunft Zwingerpartys veranstalten. Hier in die Mitte kommt eine Liebesschaukel und links in der Wand wollten wir Glory Holes installieren. Wenn du über 30 bist, ne, in deinen fruchtbaren Jahren, dann erwartet anscheinend jeder, dass es sekündlich aus dir rausploppt. Bei jedem Schritt ein Kind. Entschuldigung, mögen Sie einmal zur Seite gehen, da kommt schon wieder eins. Mögen Sie? Mich stresst das, ne? Weil manchmal habe ich das Gefühl, ich will Kinder und manchmal nicht. Wenn die alles vollkotzen und sich heulend auf den Supermarktboden werfen, dann eher nicht. Wenn man damit aber vorm Supermarkt in der ersten Reihe den Mutter-Kind-Parkplatz kriegt, dann wäre das ja schon eine Überlegung wert. Das ist übrigens mein privater Spaß. Wenn ich so einen richtigen Kacktag hatte, dann fahre ich zum Supermarkt, auch wenn ich nichts brauche. Und dann parke ich auf diesem Mutter-Kind-Parkplatz. So, und dann steige ich aus, offensichtlich ohne Kind. Dann wird es in Deutschland keine 20 Sekunden dauern. Dann kommt irgendein Klugscheißer und sagt, Entschuldigung, Sie wissen aber schon, wo Sie stehen, ne? Wo ist denn Ihr Kind? Und dann musst du sagen, ach du Scheiße. Und ich denke noch, irgendwas hast du vergessen. Aber wo? Mich stresst das, wirklich. Ich habe ehrlich gesagt ein bisschen Angst auch vom Kinderkriegen. Ich will nicht mit so einem Familienkombi durch die Gegend fahren, auf dem hinten so ein Aufkleber vom Freizeitpark drauf ist. Wie Love Phantasialand, ja. Kannst auch direkt draufschreiben, wir bumsen nicht mehr, echt. Und ich will auch nicht so einen verkackten Thermomix haben, wirklich nicht. Nee, echt nicht. Haben sie bei uns alle im Freundeskreis. Auch nicht, wenn man damit tolle Chutneys, Limos und Kuchen machen kann, wirklich nicht.
Das Ding ist super teuer. Vierstellig. Habt ihr das gesehen? Ich habe mal ausgerechnet. Ich könnte davon 135 Flaschen Aperol kaufen. Ich finde, die Entscheidung liegt auf der Hand, oder? Ich habe auch so Angst, dass ich so eine anstrengende Mutter werde. So eine, die Synonyme für irgendwelche Sachen erfindet, so für Geschlechtsteile und dann Muschi, Blume oder Täublein sagt. Oder ihr Kind fragt, ob es mal wieder Dutti muss. Neulich habe ich gehört, da hat eine gefragt, hat ihren Sohn gefragt, willst du mal wieder dein Popo schneuzen? Popo schneuzen? Was wird daraus denn für ein Erwachsener, Alter? Ich sag euch, was daraus wird. Das wird so einer, der kommt dir in der Stadt auf dem Liegefahrrad entgegen. Ehrlich, nee, echt, wirklich. Es tut mir leid, ich weiß. Ich habe sowas bis heute nicht verstanden. Warum im Liegen Fahrrad fahren? Ich fahre doch auch nicht im stehenden Auto, ey. Ich möchte auch nicht so eine Mutter werden, die ganze Zeit ungefragt Tipps gibt. So. Meine Mutter hat zum Beispiel neulich gesagt, jetzt müsst ihr mal in der Küche hinterm Herd mal so einen Spritzschutz euch anschaffen, so, ne? Damit die Tomatensauce nicht gegen die Tapete kommt. Und Martina, da gibt's ja so tolle Motive. Mm, da steht zum Beispiel, hier kocht die Liebe. Mm. Da muss ich gar nicht mehr kochen, da bin ich direkt satt. Kann ich mir auch gleich so Leuchtbuchstaben ins Wohnzimmerregal stellen. Kennt ihr die solche frechen Schriftzüge wie Hello oder Fun? Alter, wer sich Fun als Leuchtbuchstaben in sein Wohnzimmer stellen muss, der hatte noch nie Fun in seinem Leben und wird es auch nicht haben, Alter. Bei denen findest du im Badezimmer auch diesen Klodeckel mit Home Sweet Home drauf. Dieser neckische Muschel an der Seite. Die haben auch in der Küche den Teppich, wo drauf steht Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso. Cappuccino, Latte Macchiato, Espresso. Ich kann meinem Kind auch nichts beibringen. Ne? Ich merke das immer wieder. Martina, du bist über 30 und du kannst so viele Sachen nicht. Anfahren auf der Schräge im Parkhaus, kriege ich Schweißausbrüche. Wirklich, echt. Hab jedes Mal Angst, ich gebe nicht genügend Gas, roll nach hinten, alle Autos crashen ineinander, Feuer bricht aus, alle tot. Liest man ja ständig in der Zeitung. Oder zum Beispiel auch Handeln auf dem Flohmarkt. Ne? Der Verkäufer sagt 5 Euro, ich nehme den Gegenstand, komm, machen wir 7. Zum Schluss habe ich noch eine Bitte an euch. Ne? Wirklich, es klingt immer alles lustig und oft ist es das ja auch. Aber lasst uns bitte aufhören mit der Fragerei. Mit der Fragerei nach Kindern, nach einem Freund, nach einer Freundin, nach der Hochzeit. Es ist völlig scheißegal, ob jemand 20 Kinder will, gar keine Kinder oder sich als Single durch die Weltgeschichte vögelt. Wir haben alle nur dieses eine Leben und ich finde, jeder sollte es so leben, wie er oder sie Bock drauf hat. Vielen Dank, es war sehr schön bei euch. Danke.